Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX. Im letzten Part sind wir den Himmelsturm hinaufgeklettert und haben Rayquaza versucht zu besiegen, haben es nicht ganz so gut geschafft und deswegen habe ich Vorbereitungen getroffen. Wie man gerade unten links sehen kann, bin ich jetzt Platin-Rang. Ich habe sehr, sehr viele Retterjobs gemacht, weil ich habe mir gedacht, komm, nächste Folge, ich möchte Rayquaza auf jeden Fall besiegen. Items annehmen. Und zwar nehmen wir uns jetzt, Leute, es ist nicht übertrieben, wir nehmen uns auf jeden Fall schon mal für jeden, obwohl brauchen wir eigentlich gar nicht, egal, nehmen wir mit. Dann nehmen wir uns natürlich hier 29 Beleberdinger. So. Und natürlich nehmen wir auch die 12 Belebersamen mit, ne? Ganz, ganz wichtig, Leute. Dann haben wir über 40 Belebungsdinger. Damit müssten wir es eigentlich schaffen. Die habe ich alle wirklich hart gefarmt, ja. Das war wirklich schrecklich. Ich habe kein Supertraining oder sonst was benutzt. Ich habe wirklich nur das hier benutzt. Und jetzt haben wir einen Apfel zu viel. Das heißt, ich muss mal einen Apfel hier rein tun. So, weg mit dir. Und dann holen wir uns noch die letzte Reihensame, weil damit können wir uns direkt zur Treppe teleportieren. Ja, oh mein Gott, ey. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt heute mal. Wirklich, ich hoffe es. Ich hoffe es für mich und ich hoffe es für euch. Level sehen wir jetzt gleich, auf welchem Level wir gerade sind. Wir sind nämlich Level 38, 37. So, Sammelbox. Wo haben wir sie? Hier sind die Reihensamen. Essen. Oder wir nutzen sie wirklich erst, wenn wir wirklich Hilfe brauchen. So, ich wechsle zu ihm hier. Hä? Jetzt bin ich vorige. Okay. Achso, weil... Okay, ich verstehe. I understand it. So, mach ihn platt, Anton. Super. Verwirrung ist super. Gutes Teamwork. Gut gemacht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viele Ebenen dieses Ding hier hatte. 5? 5 oder 10? Oh nein, Hungerfalle. Egal, wir haben Äpfel mit. Das sollte uns ja nichts ausmachen eigentlich. Hier warten wir mal kurz eine Runde und dann geht's hier auch ab. Ab die Post. Ja, deswegen kam auch gestern kein Part, weil, oh mein Gott, ich brauchte einfach hier Zeit. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Diese Scheiße. Und ich hatte auch echt keine Lust mehr nach Belebersamen zu suchen. Aber ich habe mir gedacht, komm, das machen wir jetzt einfach. YOLO. Und ja. Bei anderen Streamern habe ich gesehen, die haben Rayquaza mit Level 45 gemacht. Das wird ja bedeuten, dass die tatsächlich diese... Oh Gott. Da unten, da will ich aber nicht hin. Nee. Sammelbox, Reihensame. Ich möchte nicht zur Monsterfalle. Dass die wirklich dieses Supertraining da benutzt haben. Da käme ich nie darauf, das zu machen. Weil ich finde das eigentlich wirklich kacke. So, ist meine Meinung. Haben wir die auch mal preisgegeben. Oh, da ist die Treppe. Das ist super. Blut. So, ich hoffe, es war bei 30. Aber es kann natürlich auch sein, dass es bei 35 war. Das weiß ich jetzt echt nicht mehr. So, dann sind wir hier. Ja, gehen wir hierher. Hallo, Tropius. Tropius ist echt cool. Das mochte ich. Ich habe leider nie mit dem irgendein Spiel durchgespielt. Aber Tropius, so alleine, dass man das hat, fand ich schon cool. So Pflanze-Fluch. War schon cool. Ja. Nur leider keine Entwicklung, keine Vorentwicklung. Deswegen war es eigentlich nicht so toll. Och man, dann holt euch halt die Scheiße. So, gehen wir kurz in die Mitte. Ja, gucken hier mal rein. Da ist nichts. Schnell raus hier. Bevor... Oh Gott, es kommt hinter uns her. Es kommt hinter uns her. Wir müssen weiter. Da ist die Treppe. Oh, Blättersturm. Blättersturm ist natürlich richtig hart. Oh, 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 oh. Okay, Lockduft ist gut. Da verlieren wir nichts. Gut, Tropius, weg mit dir. Wir müssen weiter.
Okay, es war tatsächlich nicht 30, sondern dann halt etwas weniger. Oh nein. Kacke, ey. Mini-Belebersamen. Kannst du mal bitte hier... Hä? Als ob du kein Dings mehr hast. Okay. Sammelbox, wir müssen hier weg. Wieso? Wieso hast du... Ich habe keinen Top-Ether mitgenommen. Ah, da ist einer. Trinken. Electek. Hä? Du hast einen Ladungsstoß. Ach so, es bringt nichts bei ihm, ne? Ah, das habe ich vergessen. Warte mal eben. Wenn ich hier bin... Ah, oh, was ist das? Oh, aufheben tatsächlich. Und oh, Sternschauer reicht nicht. Ah, oh, da kommt noch ein Viech. Leute, ich brauche Hilfe hier hinten. Wohin geht ihr denn? Als ob ihr... Anton! Ach so, Anton ist verwirrt, ne? Okay, Ladungsschuss. Mach mal Ladungsschuss. Danke. Komm mit, Anton. Ja, wir haben doch hier überhaupt keine Zeit. Oh Gott, da ist die Treppe. Weiter, bevor wir gleich noch komplett tot sind. Und da haben wir nochmal ein Ether. Brauchen wir aber, glaube ich, nicht. Gehen wir hier ganz, ganz schnell weiter. Nee. Och, Mann, ey. Tauschen mit Samen. So, bitteschön. Okay, hier ist die Treppe. Perfekt. Gott, ich habe immer noch Angst vor Rayquaza. Aber wir müssen eigentlich ganz gut sein mit Electek. So, 32. Ich möchte auch eigentlich nichts dem Zufall jetzt hier überlassen. Deswegen werden wir gleich auf 33 die letzten zwei Reihensamen benutzen. Oh nein. Wohin gehen die? Okay. Ach, wir gehen hier hoch. So, hier ist nichts. Okay, dann gehen wir nach rechts. Genau, schön auf die... Nein, Anton. Okay, das war ein Fehler. Wie viele habe ich denn noch? Reinsam. Ich habe noch 3. Dann benutze ich die. Tschüss. Tschüss, ihr Lappen. Kommt. Ihr schafft das doch, ne? Kommt, überlebt das bitte. Überlebt ihr das? Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ja, sieht sehr gut aus. Weiter geht's. Metagross. Cool. Sammelbox, rein Same. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. weg. Oh Gott. Als ob da zwei Dinger sind. Gott, jetzt habe ich mich auch noch verklickt. Agilität. Das ist jetzt nicht hier euer Ernst, oder? Haben wir irgendwas? Okay. Ich muss einfach nur nach vorne. Es ist mir jetzt auch egal. Oh Gott, ich... Okay, ich lebe noch. Belebersame ist easy. Habe ich noch. Mini-Belebersame. Und... Aua, Kopfnuss. Ja, mach nochmal. Mini-Belebersame. Und... Ja, weitergehen. Oh Gott, wir haben's. Wir haben's. Oh, alter Schwede, ey. Oh, das war jetzt was. Das am Ende hat mich jetzt doch ein bisschen... Ne? Schrecklich. Schrecklich. Ja, schön, Rayquaza. Komm, kämpfen jetzt. Ich will dich jetzt endlich besiegt haben. Puh. Sind wir nah dran? Oh, nee. Scheiße, das habe ich wieder vergessen. Wir sind natürlich nicht nah dran. Windhose, aua. Sehr schön. Cool, wohin werden wir teleportiert? Natürlich am Arsch der Welt. Das ist natürlich sehr cool. Da muss man dann erstmal wieder dahin laufen. Ganz, ganz cool. So, ja, schon wieder Wind. Wohin wir... Ja, ist klar, nach hinten. Egal, Electek kann das. Der kann einfach Ladungsstoß machen. So, ich muss erstmal wieder hinlaufen. Ist ein bisschen nervig, aber okay. Darf ich jetzt auch mal angreifen? Nein? Ist klar. Egal, Anton.
Du machst das. Und Electek, ihr macht das schon. Ich gucke zu. Ja, schön. Wir wird umher. Ach, man muss dann da stehen bleiben. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ich habe die Felder gesehen. Ja, wow. Enchom wird natürlich direkt vor dir hingepustet, ne? Richtig. Ja, daneben, ne? Ein Glück, sage ich dir. Ein Glück. Ich kann immer noch nicht. Ich habe noch kein einziges Mal angegriffen. So, jetzt endlich stehe ich mal da, wo ich angreifen kann. Gut. Ich fasse es nicht. Oh, Alter. Tempo-Heap, aua. Egal, ich hab hier Belebersamen mit. Und nochmal. Komm. Ja, wir haben dich gleich down, ey. Down, down, down. Hyperschrei. Hat getroffen. Palenia ist leider... Aber egal, wir haben ja noch ein paar Mini-Belebersamen. Ich habe auch gesehen, andere spielen mit Knogger. Also mit Tragosso. Und er kann seinen Bumerang da schmeißen. Dann kriegt er doppelt 100 Schaden. Hallo? 200 Schaden pro Angriff. Da dachte ich mir, what? Alter Schwede, ist das OP. Ich mache hier gerade mal 52 mit ein. Ja, also, wow. Ja, okay, die sind... Oh, verfehlt, perfekt. Oh, ne, jetzt werden wir wieder irgendwo hin gepustet. Okay, ich bin noch nah dran. Ich kann gut machen. Das ist perfekt. Oh, gut, 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 gut. Wir haben es geschafft, Leute. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh mein Gott, ey. Ich fasse es nicht. Oh, macht er gar nicht. Oh doch. Wir sind hier schließlich über den Balken. Das sind Schockwellen und sie sind gigantisch. Ah, jetzt verstehe ich. Sieh nur, Raikaza, über dir. Oh nein, der Komet. Der Dingsi-Bumsi. Er rast auf uns zu. Oh, ist das Bild schön. Das ist auch schön. Was ist das? Das ist ein Meteorit. Oh nein, Raikaza, du musst uns helfen. Oh, aber ihr werdet dann auch geschadet. Ich kann ihn hier nicht einsetzen, wenn ihr hier seid. Egal, uns ist das egal. Komm, Raikaza, wir machen das. Okay. Oh, ist Raikaza stark. Oh, wird er es alleine schaffen? Ich weiß es nicht. Da ist der Himmelturm, also. Hier, irgendwo dahin. Okay. Ich kann mich nicht mehr halten. Enton, Palenia. Palenia, kannst du nicht Psychokinese und uns zusammenhalten? Palenia, hallo, Palenia. Ich höre dich nicht. Palenia, hallo, Palenia. Palenia, halt uns zusammen mit Psychokinese. Aber ich kann doch die Attacke gar nicht. Okay, dann nicht. Dann tschüss, Palenia. Obwohl, noch leben wir ja, ne? Oh Gott. Ach, die Kometenstücke. Sie zerstören den Turm. Oh mein Gott. Ist das ein Traum? Nein, das ist kein Traum. Hat mich vielleicht die Explosion erwischt, als der Meteorit zerstört wurde? Wandle ich jetzt etwa als Geist zwischen den Welten? Was passiert jetzt wohl mit mir? Das ist doch Gengar.
Hallo, Moritz. So leicht lässt du dich also kleinkriegen. Du enttäuscht mich. Mal sehen, was soll ich jetzt mit dir anstellen? Ich hab's. Ich bring dich in die Schattenwelt. Ja, gute Idee. Genau das mache ich. Ah, komm mit. Ich kann mich nicht bewegen. Wohin schleppt Gengar mich? Er sagte was von Schattenwelt. Wo ist das? Mann, ich will in keine fremde Welt. Hä? Moment mal. So ein Mist. Ich hab mich verlaufen. Was? Das sieht mir gar nicht ähnlich. Wo geht es denn jetzt lang? Muhaha, die Sache ist mir doch zu lästig. Ich lass dich einfach hier liegen. Mach's gut, auf nimmer Wiedersehen. Hä? Du kannst... Ja doch, lass mich hier liegen. Lass mich lieber hier liegen. Ich will nicht in die Schattenwelt. Hey, hallo, kannst du mich hören? Wach auf! Wo sind wir da eigentlich? Bei Satu? Wo bin ich? Oh, er ist wieder bei Bewusstsein, juhu! Hä? Ich glaube, ich habe gut geschlafen. Wurdest du... Ja, ich wurde gerettet. Oh, ja. Oh, ich bin so froh. Ja, das bedeutet, wir sind alle... Da, Kua! Ah, ihr habt's geschafft. Seid unbegeistert. Ihr habt's geschafft. Yeah, cool. Alle sind safe. Alle wurden gerettet. Selbst Welser wurde gerettet. Selbst die Pelipper wurden gerettet. Und das Dicta-Loch ist zu. Ich hab's gesehen. Hurra, ich bin so froh. Aber wo sind denn meine Dicta-Freunde hier? Die begrüßen mich nicht? Mann. Soll das ein Witz sein? Ich halte ihn fest. Hey, seid ihr alle verrückt geworden? Was will der denn jetzt hier? Hahaha. Ich lach mich schlapp. Ja, sieht man auch. Moritz. Gardevoir. Wir haben dir und deine Freunde viel zu verdanken, Moritz. In unserer Welt ist wieder Frieden eingekehrt. Danke für alles. Damit hast du deine Aufgabe erfüllt, Moritz. Bald musst du in deine eigene Welt zurück. Es ist an der Zeit, Lebewohl zu sagen. Es ist also soweit. Die Zeit ist gekommen. Moritz, es tut mir so leid, doch du musst dich jetzt von deinen Freunden verabschieden. Hm? Was ist denn mit Moritz los? Hm? Moritz, dein Körper, was passiert mit dir? Palenia, meine lieben Freunde, es tut mir leid, aber ich muss euch verlassen. Wie bitte? Was sagst du da? Hört mir bitte zu, Freunde, ich danke euch für alles. Wovon redest du da? Du nimmst uns doch auf den Arm, oder? Musst du wirklich gehen? Ich habe meine Rolle als Pokémon erfüllt. Ich muss jetzt wieder zurück in die Welt der Menschen. Dir ist es ernst damit, nicht wahr? Du musst zurück in die Welt der Menschen? Aber warum? Ich verstehe das nicht. Wieso musst du uns verlassen? Ich dachte, wir wären Freunde. Ja, das sind wir auch. Wir werden immer Freunde sein, Palenia. Ich werde dich nie vergessen. Boah, ich bekomme jetzt ja echt gerade richtig Bock auf Digimon Frontier. Das ist meine Lieblings-Digimon-Staffel. Und da geht es ja immer so viel um Freundschaft und... Das hier gibt mir irgendwie so ein gutes Gefühl gerade. Ich werde dich nie vergessen. Geh nicht, Moritz. Geh nicht, Moritz. Ich bin so glücklich, dass ich dich kennenlernen durfte. Was soll ich denn nur ohne dich machen, Moritz? Es tut mir leid. Leb wohl. Moritz, 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 Moritz. Nein, geh nicht, Moritz. Ist das schön. Und das war die Story von Pokémon Mystery Dungeon. Moritz, nein. Oh nein, Moritz. Warum musstest du gehen? Ich
Ich verstehe das einfach nicht. Warum? Warum musstest du uns verlassen? Moritz hat mir das Leben gerettet, aber ich hatte keine Gelegenheit, mich gebührend dafür zu bedanken. Er ist einfach verschwunden. Ich hätte ihm so gerne noch Danke gesagt. Mir geht's genauso. Dass er plötzlich verschwindet, ist einfach nicht fair. Warum ausgerechnet jetzt? Warum jetzt, wo die Welt gerettet ist? Gerade als sich alles zum Guten gewendet hatte. Ihr dürft ihm das nicht übel nehmen. Moritz hat unsere Welt gerettet. Habt ihr seinen Blick gesehen, bevor er in den Himmel aufbrach? Er wirkte so, als wüsste er ganz genau, was ihn als nächstes erwarten würde. Als hätte er sich voll und ganz seinem Schicksal ergeben. Ich denke, ich weiß, was in ihm vorging. Moritz wurde zu einem Pokémon, um uns zu retten. Und dann, als wir den Planeten vor den Meteoriten gerettet hatten, da wusste Moritz, dass die Zeit gekommen war, uns zu verlassen. Aber warum hat Moritz mir das nicht eher gesagt? Wie konnte er mir so etwas Wichtiges verschweigen? Bestimmt wollte er es dir sagen. Ich glaube, er hat es einfach nur nicht übers Herz gebracht. Ich weiß, dieser Abschied tut weh, aber Moritz geht es genau wie dir. Daran besteht kein Zweifel. Versuche ihn bitte zu verstehen, Palenya. Moritz. Moritz, Moritz. Wenn jetzt ein neues Pokémon... ich bin zurückgegangen. Was geschieht mit mir? Ich schwebe Richtung Himmel. Ist das etwa mein Geist? Ich frage mich, wohin die Reise geht. Stimmen, ich höre Stimmen. Deine Freundin ist furchtbar traurig. Eure Freundschaft war etwas Besonderes, eine Freundschaft fürs Leben. Das ist dir jetzt bewusst. Wenn du es dir von ganzem Herzen wünschst, seht ihr euch vielleicht wieder. Ich möchte eigentlich ganz gerne in die Digi-Welt, aber die Poké-Welt wäre auch cool. Oh, da sind die Credits. Producer, Saichiro Nagata, Direktor Shin Irichio Tomi, Hironi Ishigami, Event Director Emiko Tanaka, Emiko, Lead Game Planner Akihiro Kaneko, Game Planner Sasuki Munakata, Shonotsuko Marushi, Takuya Kanai. Oh, Takuya, ich mag den Namen. Ryo Kabayashi, Yasuyoshi Yamagashi, Hiroshi Nakamura, Masaki Sawada, Hiroku Takono, Kaisuke Sakurai, Migaku Matsui, Tetsuya Tochigi, Wataru Katsutaka, Aya ist auch cool, Fuyuhiko Takuya, Kentaroku, Kosei Tatsuya, Morita, da war Moritz, weiblich. So. Ja, es war echt ein sehr, sehr schönes Spiel. Die Cutscenes, die waren echt mega gut, fand ich. Grafik konnte ich mich dran gewöhnen. Was ich wirklich schade finde, das sind die Partnerareale hier, dass man da nicht herumlaufen kann. Das finde ich richtig schade. Das ist auch mein größter Minuspunkt am Spiel. Deswegen will ich auf jeden Fall nicht 100% geben. Was war da noch neu? Neu waren, glaube ich, dass man so viele Leute mitnehmen konnte. Das fand ich auch ganz cool. War eine sehr, sehr schöne Neuerung. Ich weiß nicht, ob es schwerer oder leichter war als früher, aber es hatte wirklich einen Schwierigkeitsgrad. Weil ohne Belebersamen, da war schon sehr, sehr schwer, würde ich mal sagen. Vor allem bei Rayquaza. Das Dojo, ich bin immer gegen sowas, weil EP-Teile benutze ich auch nie. Als einzelnes Item, wenn man es wirklich nur einem Pokémon geben kann, dann nutze ich das gerne. Aber so finde ich das immer so ein bisschen gescheiterhaftet oder gemogelt. Das bin nicht ich. Da grinde ich lieber.
trainiere meinen Pokémon fleißig. So, jetzt hätte ich auch einfach hier dieses Supertraining da machen können und mein Pokémon auf 50 machen können. Mache ich aber nicht. Ja. Sonst. Ich habe, glaube ich, nie was im Itemshop gekauft, wo ich da immer geguckt habe. Früher gab es da eigentlich wirklich jeden Tag immer Apfel- oder Belebersamen. Und hier irgendwie nie eine Belebersame, was ich auch ein bisschen traurig fand. Schlupplink habe ich auch nicht benutzt. Linke Attacken habe ich früher nur im Endgame genutzt, weil da war es einfach schwer. Und ich kann mich gar nicht so genau daran erinnern, dass meine Attacken immer so schnell leer waren. Weiß ich auch nicht. Ja, sonst, das ist echt schön. Soundtrack, mega geil. Die Story ist auch richtig gut. Wird wahrscheinlich noch von der zweiten Generation von Pokémon Mystery Dungeon übertroffen. Zeit, Dunkelheit und Himmel war richtig cool. Ich freue mich darauf, wenn das vielleicht auch noch in den nächsten 3 Jahren vielleicht kommen würde. Jetzt wünsche ich mir auf jeden Fall noch fürs nächste Jahr dann Pokémon Diamant Remake. Der richtig geil, Alter. Weil dieses Jahr kommt ja kein neues Pokémon, sondern nur diese DLCs. Freitag kommt dann Animal Crossing. Da freue ich mich auch noch mega drauf. Vielleicht starten wir auch noch eine Runde Pokémon Schwert. Mal schauen. Yu-Gi-Oh! Wollte ich eigentlich auch noch machen. Für die Switch. Ja. Ich habe auf jeden Fall vor, das ist nicht das letzte Mystery Dungeon Video. Ich hätte nämlich schon gerne, dass wir jeden Dungeon einmal durchmachen und deren Endboss dann besiegen, damit wir dann beim Speicherbild dann auch alle Bilder haben. Wir haben jetzt mal ein Faxu, das habt ihr jetzt glaube ich nicht gesehen. Oder haben wir das einmal gemacht in der Aufnahme? Ich weiß es nicht. Da war auf jeden Fall mal ein Faxu. Und der ging einfach durchs Bild, mehr war auch nicht. Seitdem ist er da rechts und kommt dann manchmal in der Stadt vorbei, habe ich gesehen. Deswegen sollte man immer einen Apfel mit dabei haben, dass man ihm den geben kann. Und vielleicht kommt er dann auch irgendwann ins Team, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Was auch noch neu waren, war die ganzen Belohnungen, wenn man einen Rangaufstieg hatte. Dass man mehr Aufträge und sowas annehmen konnte. Früher waren es immer maximal 8. Jetzt können wir 48. Was wirklich wow. Okay, wir reden jetzt erstmal hier weiter. Ich möchte bei meinen wundervollen, einzigartigen Freunden bleiben. Oh, aber ich möchte, weiß ich nicht. Okay, ich würde glaube ich auch eher in der Pokémon-Welt bleiben. Scheiß auf die Realität, wo alles bergab geht. Muss mal kurz was trinken. Oh, so. Oh, da bist du ja. Ende. War wirklich, wirklich, wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Aber nicht die von Team Entenfeuer. Es gibt noch viele Aufträge zu erfüllen. Ein neues Abenteuer steht bevor. Die legendären Pokémon werden in Erscheinung treten. Lass dir das nicht entgehen. Ja. Genau, hier sieht man's. Jetzt haben wir 5. Von 18. Da unten ist noch Mamfaxo, ja, wieso auch immer, da. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer rechts von Mamfaxo ist und sowas. Und ich würde sagen, wir gucken mal kurz rein, ja? Dank des heldenhaften Einsatzes von Moritz und Palenya konnte der Zusammenschluss mit den Meteoriten verhindert werden. In der Welt der Pokémon kehrte wieder Frieden ein. Doch dies bedeutete nicht das Ende der Naturkatastrophen. Noch immer geschahen Unglücke, allerdings deutlich seltener. Das Retterteam Entenfeuer blieb selbstverständlich weiterhin im Einsatz. Einige Tage später. Oh, hallo. Guten Morgen, Moritz. Ich war vorhin bei der Pedipapos. Am Infoboard sind immer noch Rettungsaufträge ausgeschrieben.
Auch wenn es friedlicher geworden ist, Pokémon benötigen weiterhin unsere Hilfe. Moritz, lass uns auch in Zukunft unser Bestes als Retterteam geben. Genau, wir gucken einmal hier drauf. Himmelturm war da oben. Da links, da sehen wir noch irgendwas Großes im Wasser. Ja, ne, mal gucken, wo wir da noch hinkommen. Ich weiß auch gar nicht die genaue Anzahl, wie viele Dungeons es hier gibt. Raupi! Oh, hallo Raupi und Saftkorn. Was ist denn los? Es ist wegen Snowball. Da geht etwas Verrücktes vor sich. Etwas Verrücktes mit Snowball? Wie meinst du das? Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Er hat sich total verändert. Das sollten wir uns mal anschauen. Wie wurde eigentlich Raupi zu einem Saftkorn? Weil das ist ja der Bruder von Raupi, ne? Ohne diesen Stein da zu haben. Ich bin Snowball. Hallo. Was? Du bist Snowball? Oh, ja, ja, guck mal da, der Stein da. Da ist eine neue Höhle. Da kann man sich entwickeln lassen. Und tada, ich bin ein Granbull. Ein hässliches Granbull. Ja, ja, du bist echt hässlich. Was? Du bist hässlich? Ja, ja, das bist du. Ihr seid alle hässlich. Genau, alle. Ich frage mich, ob man auch Electek entwickeln kann. So. Ja, ja, ja. So. Ich überlege gerade, mein Lieblings-Pokémon der Starter ist da Endivier und Lorblatt. Lorblatt sieht so cool aus. Und bei Feurigel liebe ich Igelava, deswegen möchte ich eigentlich als Igelava herumlaufen. Ich weiß, das Rettertuch geht dann verloren, aber ich möchte als Igelava herumlaufen. Das ist so cute. Ja, ist egal. Komm, das machen wir jetzt noch. Oh, jetzt habe ich Nein gedrückt. Oh, Alter, ich hasse es. Ich hasse es. So, guck mal, und die Werte, ne, die sind einfach nur fabelhaft. So, entwickeln. Ja, muss leider sein. Schade, die hätten das eigentlich beibehalten können, finde ich. Oh, Igelava. Oh, ich liebe Igelava. Was? Nee, ich will meinen Namen nicht ändern. Hallo? Als ob ich jetzt meinen Namen hier ändere, wenn ich nicht mehr Moritz bin. Ne. So. Ich fände es auch cool, wenn man sein Pokémon auf die Pokémon-Bank tun könnte. Weil hier gibt es auch Shinies, ne? Also, wollen wir noch irgendjemanden entwickeln? Ich weiß es nicht. Wir können Electek mal probieren. Aber ich glaube, sein Level ist eh noch zu niedrig. Ah, geht nicht. Sieht man hier. Geht nicht. Und die hier können wir alle entwickeln. Ah, das ist interessant. Ah, die können wir zum Beispiel entwickeln. Aber Metang haben wir, glaube ich, schon. Deswegen bringt uns das nichts. Ja. Komm, Rena entwickeln wir mal. Zu einem Elektroball. Möchten wir entern? Entern ist schon cool, ne? Wenn wir das behalten. Ich würde Entern gerne behalten, wenn das in Ordnung ist. Weil das Tuch ist schon cool. Dann hat zumindest einer das Tuch. Hallo Elektroball. Nee, brauche ich nicht. Sonst ein cooles Pokémon. Hornio könnten wir natürlich entwickeln, aber habe ich jetzt gerade keinen Bock zu. Nee, reicht. Reicht, reicht, reicht. Ah, oh, Igelava. Oh. Also mit Flammen fände ich es cooler. Sieht so lustig. Es sieht aus wie eine Bank. Sieht aus wie eine Bank. Oh Gott, es sieht komisch aus. Nee, ich will das doch nicht. Hier sieht es irgendwie nicht so cool aus. Nee, irgendwie sieht es nicht cool aus. Okay. Glitzerhöhle. Ich möchte gerne ein Tornupdor haben. Und bitte lass es etwas cooler aussehen, wenn es läuft. Ja. Entwickeln. Okay. Hallo Tornupdor. Oh, guck mal, es freut sich voll. Nein. So. Nee. So, jetzt sind wir ein Tornupdor. Gott. Es läuft so komisch, Leute. Guckt euch das an. Es läuft richtig komisch. Das. Oh Gott. Das kann ich mir fast gar nicht ansehen. Sieht da richtig scheiße aus. Och nee. Habe ich mir alles hier versaut oder was? Ich will Feurige wieder haben. Hallo Leute. Ich will vor allem diese komischen Punkte da hinten, ja? Hilfe. Och Gott, ey.
Wieso? Wieso habe ich mich darauf eingelassen? Egal. Wir gucken jetzt mal eben hier hinten noch. An der Tafel, Infobrett. Haben wir hier nichts. Nichts wirklich Neues. Wir reden mal mit denen. Ihr wart absolut unglaublich. Wollt ihr nicht mit mir zusammenarbeiten? Hahaha. Nee, will ich nicht. Ja, schön. Und du? Okay. Ich würde mal ganz kurz gucken, ob wir schon neue Dungeons haben. Oh, Absol. Absol steht da. Lol. Kaskadenteich ist neu. Verlassene Insel neu. Wüstenregion ist neu. Südhöhle. Drachenhöhe. Hallo? Nachtlichtruine. Cool. Also da haben wir Garados, Psyana, Muggelbaum, Potrot, Oval. Wohin genau? Cool. Und Magma ist irgendwie so ein Versus-Zeichen. Da muss ich gleich mal gucken. Hat mich nicht getäuscht. Ich bin froh mit euch. Bla bla bla. Ihr habt die Welt gerettet. Ich danke euch. Erinnert ihr euch noch damals auf der Flucht, euer Versprechen an Arktos? Ihr habt versprochen zu verhindern, dass sich diese Katastrophen weiter ausbreiten. Ihr habt den Einschlag des Meteoriten verhindert. Vielleicht solltet ihr Arktos nun erneut einen Besuch abstatten. Aber nicht nur ihm, auch Lavados und Zapdos. Ja, stattet den drei legendären Vogel-Pokémon einen Besuch ab. Oh, das können wir tatsächlich mal machen. Aber nicht heute. Ich möchte nur kurz gucken, was heißt dieses Versus? Das ist Versus, dass man gegen andere kämpft, oder was? Ah, cool, man kann so die Karte sehen, okay. Keine Ahnung, was das bedeutet. Das finden wir im nächsten Part heraus. Wenn es heißt Pokémon Mystery Dungeon, wir werden in jedem Part einen Dungeon machen, aber erstmal wollen wir uns die drei Vögel scheren. Falls wir uns dann überhaupt ein Team beitreten. Ich guck mal eben wegen Partnerarealen, beziehungsweise Camps, ob wir irgendein Camp brauchen. Ob es jetzt neue hat. Du kannst nun das Camp Finalinsel erschließen. Ah, Finalinsel, okay. Wie viel kostet eine Finalinsel? Ich meine 9000. Ein Pokémon. Welches Pokémon könnte denn da hinkommen? Weiß ich nicht, ey. Naja, egal, Leute. Das war's mit Pokémon Mystery Dungeon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Rechts ist die Playlist, links kommt ihr zum neuesten Video. Und wir sehen uns dann. Bis dann. Haut rein. Euer Kamito und ciao.